Es ist unglaublich, ja, das Spiegel-Interview mit Angela Merkel, eine Meisterklasse in Ignoranz und Selbstgefälligkeit. Angela Merkel hat nämlich wieder einmal bewiesen, dass sie die Kunst der Selbstbeweihräucherung und Realitätsverleugnung meisterhaft beherrscht. Im aktuellen Spiegel-Interview zeigt die ehemalige Bundeskanzlerin, wie man selbst auf einem Berg aus politischen Fehlentscheidungen stehen und sich dennoch als Gipfelstürmerin inszenieren kann. Es ist einfach nur unglaublich, was sie da von sich gegeben hat. Ich kann es auch überhaupt nicht glauben, ja, dass Merkel nach Jahren des politischen Chaos immer noch auf ihre Position zur Migration beharrt. Die Idee, dass die aufnehmende Gesellschaft eine Bringschuld hätte, zeigt nicht nur eine arrogante Ignoranz gegenüber den Herausforderungen vieler Bürger, sondern auch eine völlige Loslösung von der Realität. Wer fordert hier eigentlich Veränderungsbereitschaft? Wer? Menschen, die in ihrer Heimat Wurzeln schlagen, ihre Steuern zahlen und von ihrer Regierung erwarten, dass sie klare Regeln durchsetzt. Oder eine Politik, ja, die bis heute keinen Plan hat, ja, wie Integration funktionieren soll. Anstatt Einsicht in die Fehler von 2015 zu zeigen, bekräftigt nämlich Merkel ihren Kurs und macht deutlich, jetzt kommt's, aufpassen, wer damals Kritik geäußert hat, wurde ignoriert und wird es auch weiterhin. Ihr Kommentar zu Rückweisungen an der Grenze, ja, seien eine Illusion, wirkt wie ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die sich seit Jahren mit den Konsequenzen ihrer Fehlentscheidungen auseinandersetzen müssen. Ja, so schaut's nämlich aus. Wenn du auch der Meinung bist, lass gerne mal ein Abo da für weiterhin kritischen Content. Und jetzt kommt's noch, was nämlich wirklich besonders ärgerlich ist. Ihre Haltung zur Russlandpolitik, während Europa unter den Folgen nämlich der Energieabhängigkeit leidet und die Ukraine einen brutalen Krieg führt, sieht Merkel keinen Anlass zur Selbstkritik. Nein, sie steht zu ihren Entscheidungen. Ja, allen voran Nord Stream 2, dass diese Pipeline ein geopolitisches Eigentor war, wird einfach ausgeblendet. Ja, komplett. Stattdessen inszeniert sie sich als einsame Mahnerin, die schon immer vor Putin gewarnt habe. Eine Warnung, die sie anscheinend vergessen hat, als sie wirtschaftlich noch eifrig, ja wirklich sehr eifrig mit Russland kooperierte. Der Versuch, die Schuld bei anderen zu suchen, sei es der ukrainische Präsident Zelensky oder die böse öffentliche Meinung, ist nicht nur billig, sondern eine Verhöhnung der Realität. Die Fakten sprechen nämlich eine andere Sprache. Merkel hat durch ihre Politik maßgeblich zur heutigen Abhängigkeit beigetragen. Leute, das haben irgendwie viele anscheinend vergessen. Merkels Abgeklärtheit gegenüber Anfeindungen mag aus ihrer Sicht wie eine Stärke wirken, doch sie offenbart, wie wenig sie die Sorgen und Nöte der Menschen jemals ernst genommen hat. Aussagen wie Politik ist nicht das richtige Feld für Leute, die in Mitleid versinken, klingen eher wie die Selbstrechtfertigung einer Politikerin, die den Kontakt zur Realität und den Bürgern schon lange verloren hat. Da ganz hinten irgendwo ist die dann. Ja, und Angela Merkel hat mit diesem Interview nämlich eine deutliche Botschaft gesendet. Sie wird keinen einzigen Schritt zurücktreten, keinen Fehler eingestehen und weiterhin ihre Entscheidungen verteidigen, koste es, was es wolle. Ja. Für die Menschen, ja, die Leute, die unter den Konsequenzen ihrer Politik leben müssen, bleibt da nur ein bitterer Nachgeschmack. Ja. Dieses Gespräch hätte eine Chance für Reflexion und Aufrichtigkeit sein
können. Ja, stattdessen bleibt uns nur ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Merkel'schen, sage ich jetzt mal, Irrwege